My Friend, herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast zu meinem allerersten FIFA 22 Video. Mein Name ist Mirza Jahic und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. FIFA 22 steht in den Startlöchern und ich muss sagen, ich freue mich sehr. Ich meine, es ist die FIFA 22 Woche und ich habe auch gerade gesagt, es ist mein erstes FIFA 22 Video. Das sagen sich wahrscheinlich viele da draußen, auch du. Okay, was bringst du denn jetzt in FIFA 22? Kommt jetzt heute schon Gameplay? Natürlich nicht. Also ich mache dieses Video jetzt gerade für dich, um ja, dich und mich gemeinsam ein bisschen heiß zu machen auf die kommende FIFA 22 Saison. Spannende Sachen stehen uns bevor, also einmal hier auf YouTube, dann natürlich auch auf Twitch, auf dem anderen YouTube-Kanal von mir. Ich werde dich da gleich nochmal zu abholen, falls du ein paar Sachen nicht so mitbekommen hast in den letzten Monaten. Ich war ja eine Zeit lang hier weg, also 2 Monate Pause in etwa habe ich hier gemacht. Ich glaube, das letzte Video, was ich gemacht habe, war das Pelé-Video, wo ich Pelé 99 gezogen habe. Und jetzt vor ein paar Tagen kam ja die Zusammenfassung der ersten Reise, dem ersten Kapitel unserer NGU to Glory. Da, wo ich dir von Anfang an gezeigt habe, wie sich das Team entwickelt hat. Und das war quasi auch der Abschluss von Kapitel 1. Das Team hast du dort auch gesehen. Falls du es noch nicht gesehen hast, dann schau dir gerne das Video nochmal an. Ich werde es dir hier verlinken. Und ich habe vor ein paar Tagen auch einen anderen YouTube-Kanal gestartet. Also dieser Kanal hier gerade, das ist der Hauptkanal, den wird es auch immer weiterhin geben. Da werde ich dich auf jeden Fall mit vielen FIFA 22 Tutorials füttern, dir helfen, besser zu werden, dir natürlich auch in puncto Unterhaltung hier mit am Start sein, dich abholen und für entspannende Momente mit mir zusammen sorgen. Aber grundsätzlich werden viele, viele andere Sachen auch auf dem anderen YouTube-Kanal kommen und da werden eher so Highlights von den Livestreams kommen. Ein paar mehr Real Talks werden kommen, also schau am besten einmal vorbei. Ich habe alles ganz oben in der Videobeschreibung verpackt. Der Kanal heißt Mirza Miyagi. Warum der Kanal Mirza Miyagi heißt, das erfährst du dann auch dort im allerersten Video. Also gern einfach mal dort folgen und die Glocke aktivieren, wenn du mich unterstützen möchtest und ja, grundsätzlich dich die Sachen interessieren, die dort kommen werden. Apropos Highlights, die Highlights werden von den Twitch-Streams geschnitten werden. Ich bin ja immer wieder live auf Twitch, 5-mal die Woche im Schnitt, vor allem jetzt, wo es wieder losgeht mit FIFA 22, Mittwoch bis Sonntag, 21 Uhr sind in etwa die Zeiten, an die du dich richten kannst. Wenn du da vorbeischauen möchtest, du findest auch dort den Link ganz oben in der Videobeschreibung. Klickst einfach drauf und bist dabei. Du brauchst nicht mal einen kostenlosen Account, aber wenn du einen hast, dann kannst du mir dort live auch Fragen stellen und ich kann direkt auf dich eingehen. Also das alles findest du dort. Ich wollte das einmal so ein bisschen aufgreifen, bevor wir uns weiter hier in die Materie reinstürzen. Was ich hier in diesem Video machen möchte, ist einmal kurz auf FIFA 22 hinschauen und dir ein bisschen erzählen, was dich alles auf den verschiedensten Kanälen erwarten wird und wie ich es auch am Anfang erwähnt habe, ein bisschen den Hype steigern, weil ich persönlich bin sehr gehypt, ich freue mich wirklich sehr auf die gemeinsame Saison, auf die schöne und wundervolle Zeit mit dir. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir viele sonderbare Momente schaffen werden. Vor allem, weil die Anfangszeit immer auch die spannendste Zeit ist und ja, viele Überraschungen für uns bereithält. Also da bin ich sehr gespannt. Auf jeden Fall, kurz habe ich es angeeckt, hier auf diesem Kanal kommen weiterhin die Tutorials, wie du besser wirst. Da kommen viele Sachen, da kommen viele spannende Sachen und es werden auch die Rewards kommen. Das heißt, wenn Pack Opening ist, ich das im Stream mir mit euch reinziehe, ich die Packs aufmache, dann kommt das Rewards-Video auf diesem Kanal. Also das wird der Weg sein. Ich habe das bewusst jetzt auseinandergehalten. Du erinnerst dich vielleicht, im letzten Jahr gab es ja hier die NGU to Glory, die Reise, wo ich immer die Highlights hier auch auf diesem Kanal hochgeladen und veröffentlicht habe. Das wird es jetzt so nicht mehr geben. Das heißt, die gibt es jetzt auf dem Mirza Miyagi-Kanal. Also da gerne vorbeischauen und da wirst du dann auch auf dem Laufenden gehalten werden, was dort an Highlights, was passiert in den Livestreams, wenn du eben nicht die Zeit findest, dabei zu sein in den Streams. Hier wird es aber auch Videos geben, wo ich mich so wie jetzt hier hinsetze und mit dir gemeinsam auf das Team schaue und dir so ein bisschen erzähle, was gerade in der ersten Woche oder in den letzten Tagen so alles passiert ist. Das heißt, wir schauen da hin und du wirst auch hier immer geupdatet werden. Du siehst also das Team an sich und was sich entwickelt hat und kannst dann auch selbst immer in den Kommentaren kommentieren. Hört sich witzig an. Also wie es bei dir aktuell aussieht. Ich weiß ja, dass viele da draußen auch wieder eine Road to Glory machen werden. Wenn du damit dabei bist, dann kommentiere jetzt gerne auch unten ins Kommentarfeld, ob du mit am Start bist. Die Reise geht weiter. Unter irgendeinem Hashtag, mir fällt jetzt keiner ein,
ja, irgendwas Spontanes, lass es mich einfach wissen. Kommentier rein, ob du auch am Start bist. Und grundsätzlich natürlich, wenn dir das Video hier gefällt, da siehst du mal, wann ich das hier so mache. Andere machen das ganz am Anfang so, also schaffen wir dies und das. So war ich auch. Das habe ich auch gemacht, aber das ist jetzt nicht mehr allzu wichtig. Also wenn du mich unterstützen magst, lass ein Like da, lass einen Kommentar gerne da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du keine Videos verpasst. Also das kannst du von deiner Seite machen, um mich zu supporten. Ich meine, du hast auf das Video hier geklickt und damit hast du mich ja schon groß unterstützt. Wir schaffen hier gerade jetzt einen schönen gemeinsamen Moment. Also ich freue mich, dass du hier bist. Wo bin ich stehen geblieben? Genau, das kommt auf diesem YouTube-Kanal. Die Highlights, also zu den Livestreams, NGU to Glory, die Reise geht weiter, zweite Teil, dazu sage ich auch gleich nochmal was. Da kommen die Highlights, da kommen viele Real Talks, verschiedenste Gespräche über FIFA, aber natürlich auch über andere Lebensbereiche. Ich wollte da eine Plattform schaffen, wo ich genau solche Videos hochladen kann, um das ein bisschen zu differenzieren. Und das haben wir jetzt mit Mirza Miyagi geschafft. Also, wenn dich das interessiert, schau auch dort gerne vorbei und lass Follow da, Glocke aktivieren und alles, was man halt eben macht. Und in den Livestreams, da findest du natürlich reichlich Gameplay. Da findest du natürlich auch reiflich und aber auch reichlich hilfreichen Content, Tutorial-mäßig, so Live-Tutorials, aber selbstverständlich viel Unterhaltung. Dort genießen wir einfach live, 1:1, im Jetzt, die schöne und gemeinsame Lebensreise. Also jeden einzelnen Moment. Und da freue ich mich natürlich, wenn du da auch mal vorbeischaust. Und gerne bist du eingeladen, noch zu kommentieren. Ich bin da am Start und ich achte sehr auf den Chat, das wirst du merken. Das passiert also auf Twitch. Die Zeiten habe ich dir ungefähr genannt, die werden sich aber noch ein bisschen ergeben, wie es dann genau aussieht. Also ich möchte mich da nicht hundertprozentig mehr festlegen. Das habe ich früher immer gemacht, dass ich ganz klare Zeiten gegeben habe. Da bin ich dann online. Jetzt sind es Richtwerte. Mittwoch bis Sonntag 21 Uhr zum Beispiel, da bin ich da. Aber rechne damit, dass es so ist. Und wenn ich Bescheid sage, dass ich vielleicht später komme, komme ich später. Das möchte ich ab jetzt so machen, weil ich möchte mein Leben nicht anhand von fixen Zeitpunkten dirigieren. Ne? Dann kontrolliert mich das Leben quasi, aber ich möchte das Leben kontrollieren. Ich möchte entscheiden, wann ich was mache und wann ich für dich da bin. Und ich bin sehr gerne für dich da. Aber wenn ich zum Beispiel manchmal bei der Familie bin oder wenn ich mit meiner Frau spazieren gehe oder auch ein Gläschen Wein trinke, was auch immer, wenn ich mit dir so ein bisschen chille und ich merke, dass es gerade ein bisschen später wird, dann poste ich das und dann sage ich das auf den Socials auch mit dazu. Weil da sollte man niemals vergessen, richte dich nicht viel zu sehr nach fixen Zeitpunkten, die du dir gesetzt hast. Denn wenn du dir die Zeitpunkte gesetzt hast, dann kannst doch du die Zeitpunkte verschieben. Vorausgesetzt, du kommentierst das natürlich und kommunizierst es mit der Community, so wie ich gerade mit dir. Also, ganz wichtig und so möchte ich aktuell leben. Das ist mein Leben geworden. Also ich möchte immer die Fäden in der Hand haben und genau sagen, wo es lang geht und einfach den Weg genießen. Und wenn du gerade einen freudvollen Moment hast mit der Familie oder wo auch immer du gerade bist, dann sei genau da, wo du gerade bist. Und denk nicht darüber nach, dass du gleich noch irgendwo sein musst. Musst du nicht. Du bist jetzt hier und genieße den Moment und erfülle ihn vor allem. Das ist das Allerwichtigste. Und danach lebe ich jetzt aktuell. Deswegen hier die Richtung. Aber du kannst dich auf jeden Fall dran halten. Folg mir am besten auf den Socials. Da verpasst du das auch nicht, wenn ich mal Bescheid sage. Es wird eh nicht allzu häufig passieren. Ich habe das immer gut im Blick. Keine Sorge. Aber manchmal kann es passieren. Deswegen, also ich habe auch die Socials verlinkt. Da findest du Facebook, Twitter, Instagram, TikTok sogar findest du. Ich weiß nicht mal, habe ich TikTok verlinkt? Ja, jetzt, wenn ich dann nachher nachschaue, habe ich bestimmt verlinkt. Und alle anderen Kanäle. Wenn du da am Start bist, dann verpasst du es auf keinen Fall. Sollte sich's ein bisschen verschieben, my friend. Genau, so sieht's aus. Also das ist jetzt mal das Grundkonstrukt, wie es jetzt in FIFA 22 reingehen wird auf allen Plattformen. Und was wird dich da erwarten? Naja, wir machen wieder eine Road to Glory. Wir machen die NGU to Glory, das zweite Kapitel quasi. Die Reise geht weiter. Wir ziehen wieder durch. Ich habe oft Nachrichten bekommen, vor allem in den Livestreams. Mirza, machst du wieder eine Road to Glory? Ja, es ist eigentlich die gleiche Reise, die einfach weitergeht. Es ist halt das zweite Kapitel. Also es geht weiter und ich freue mich, wenn du dabei bist. Also sei es, dass du auch die Road to Glory wieder machst oder dass du halt eben einfach mit am Start bist hier. In den Videos, kommentierst oder in den Livestreams. Ich freue mich auf dich. So geht's also weiter und ich kann es kaum erwarten,
mich wieder reinzustürzen, weil ich habe viele Erkenntnisse gezogen aus meiner ersten erlebten Reise. Also die ersten Erlebnisse, die ich mit RTG gemacht habe, die haben zu vielen, vielen Erkenntnissen geführt. Und selbstverständlich haben diese Erkenntnisse dazu geführt, dass ich erfahrener wurde in dem Bereich und mich entwickelt habe. Und diese Erfahrung nehme ich natürlich mit in das FIFA 22 Jahr. Und hier sind ein paar Punkte, die ich dir mitgeben möchte, was ich jetzt anders machen werde als im ersten Jahr. Und zwar, ich kann direkt mal ins Trading reinstarten. Also ich werde auch in diesem Jahr ein bisschen traden. Zumindest werde ich mir Mühe geben, es hinzubekommen. Viel werde ich nicht machen, Step by Step, aber ich möchte zumindest mal die UV-Liste machen, also die Spieler überteuert verkaufen. Das heißt, den Markt ein bisschen kennenlernen, zu schauen, welche Spieler könnten gut laufen, welche Spieler könnten ihren Wert steigen, sie recht früh zu kaufen und ein bisschen teurer reinzustellen auf dem Markt und sie dann natürlich entsprechend teurer verkaufen. Und das bringt dir dann schon mit der Zeit was. Du wirst ein nettes Sümmchen an Plus machen, wenn du dir da ein bisschen Mühe gibst. Und ich werde natürlich mich mit euch austauschen, aber ich bin da auch Amateur in dem Bereich. Da sammle ich jetzt erstmal die ersten Erkenntnisse und werde entsprechend erfahrener. Aber das wird ein bisschen Zeit brauchen. Da stürze ich mich auf jeden Fall rein. Was ich an Erkenntnissen, wichtigen Erkenntnissen gezogen und, wie ich immer so schön sage, an Erkenntnissen gewonnen habe in meiner ersten NGU to Glory, ist, dass ich am Anfang mit Freude reingestartet bin und bewusst den Weg der Freude gegangen bin, später jedoch gemerkt habe, dass, weil ich die RTG an gewisse Ziele gebunden habe, irgendwann aus purer Freude zur RTG ein gewisser Druck aufgekommen ist, weil ich gemerkt habe, diese Spieler sind Meta und ich merke, mein Weg wandelt sich mehr in Richtung krampfhafte Ziele und 30-0 war es ja damals. Und entsprechend Spieler kaufen, die ich eigentlich nicht fühle, aber die mir vielleicht einen Sieg mehr bringen. Und dadurch sind zwei Sachen entstanden. Zum einen habe ich die Spieler nicht gefühlt, wie Neymar und Mbappé zum Beispiel. Und zum anderen habe ich mir unbewusst angefangen, Druck zu machen. Und beide Sachen haben sich auf mein Gameplay gezeigt. Und sie haben das Gameplay beeinflusst. Zum Negativen, nicht zum Positiven. Es gab einen Knackpunkt. In der ersten RTG, da hatte ich 27 Wins mit dem Team, das ich fühle. Und dann kam quasi der Gedanke, jetzt noch das Team verstärken, noch mehr Meta. Und jetzt sind wir bald bei den 30. Weil ich mir das ja als ursprüngliches Ziel gesetzt habe, weil ich das so kenne aus der Pro-Gaming-Zeit. Dort gab es nur Pay-to-Win, einkaufen und dann 30-0. Und ich wollte beides kombinieren. Die Freude am Weg und das 30-0. Und beides im Einklang funktioniert nicht. Es gibt da keinen Einklang an sich. Wenn die Freude weggeht, kannst du den Rest vergessen. Wenn beides da ist und du einfach Freude daran hast und das vielleicht schaffst, dann bist du im Einklang mit dir. Aber wenn du merkst, jetzt setzt du dir diese Ziele und das auf Kosten von der Freude, weil du dir damit anfängst, Druck zu machen, weil du alles veränderst, all diese freudvollen Spieler in Metaspieler veränderst, die dir keine Freude machen, beides im Einklang geht nicht. Du musst schon wissen, was du willst. Aber ich sag dir eins, wenn du den Weg der Freude gehst und einfach Spaß hast, wirst du, auch wenn du vielleicht nicht damit rechnest, dass du da diese 30er-Bombe holst, ganz plötzlich merken, opa, sie ist einfach passiert. Und das ist Leben. Es passiert einfach. Wenn du Freude hast an dem, was du tust, kommt der Rest von selbst. Wo Liebe ist, ist alles möglich. Der Rest kommt von selbst. Das ist ein Ausschnitt eines wundervollen Spruches von Sarah, meiner Frau. Und das ist die Wahrheit. Und ich habe das in der ersten RTG gemerkt. Und das wird nicht mehr so passieren. Ich werde jetzt in der neuen RTG immer den Weg der Freude gehen, immer das Team haben, was ich haben möchte, die Spieler einkaufen, auf die ich Bock habe, die Formationen spielen, auf die ich Bock habe und alles, was mir Freude bereitet. Die Ergebnisse sind nicht so wichtig. Ich weiß, wenn ich Freude daran habe, gebe ich automatisch mein Bestes. Und wenn ich mein Bestes gebe, hole ich ja automatisch das Maximum heraus. Ist ganz einfach, oder? Deswegen kümmere ich mich um keine speziellen Ziele mehr. Ich sage, wie im Leben, die Reise, die Road to Glory, die Reise hier ist das Ziel. Du musst die Reise fühlen und einfach Freude haben. Der Rest kommt von selbst. Kümmere dich gar nicht um die Früchte der Handlung, sondern genieße bewusst die Handlung. Denn das, wie du die Handlung genießt, nicht das, was du tust, das ist wichtig, sondern wie du es tust, das Wie
verursacht die Früchte der Handlung und nicht das Was. Denk nicht zu weit nach vorne, sondern genieß einfach die Reise, in dem Fall die RTG. Und das wird wunderbar. Das ist the way und den werden wir gehen. Und ich freue mich darauf, ihn mit euch gemeinsam zu gehen. Ich glaube, jetzt habe ich es gut zusammengepackt. Alles Weitere wird sich ergeben, aber ihr wisst genau, welche Richtung jetzt kommen wird und es wird wundervoll werden. Deswegen lade ich dich dazu ein, vorbeizuschauen, Spaß zu haben und mit mir gemeinsam eben den Moment zu genießen. Also komm vorbei, alles, was wichtig war, habe ich erwähnt in dem Video. Du findest alles Weitere in der Videobeschreibung. Ich denke, wir sind jetzt wieder am Ende des Videos angelangt. Ich habe das wieder, ja, bevor ich jetzt wieder anfange, zu viel zu reden, werde ich mich nochmal bei dir bedanken fürs Zuschauen. Check gerne hier nochmal ab, ob du alles an, ja, Like und dies und das, wenn du was da lassen möchtest, tu es. Wenn nicht, auch in Ordnung. Wenn du einen Kommentar da lassen möchtest, bist du herzlich eingeladen. Ich freue mich. Und ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich danke dir für die Unterstützung. Und wir zwei sehen uns ganz bestimmt im nächsten Video wieder oder vielleicht im Livestream oder wo wir uns sonst so begegnen sollten. Social Media, was auch immer. Wir finden zueinander. Ich freue mich auf das nächste Video. Ich freue mich auf dich. Und das war's für heute. Ich beende es so, wie ich die Videos früher immer beendet habe. Das nehme ich mit. Und wir sehen uns, wie immer, beim nächsten Video. My friend. Tschüss. Bis dann.